In Zukunft werden wir nicht drum herumkommen, Insekten zu essen. Ich will herausfinden, wie die Schweizer auf Insektenfood reagieren. Ich bin Andrea und das ist mein Future Food Lab. Jemand, der extrem viel Protein braucht, ist Fitness Queen Cindy Landolt. Ich will von ihr wissen, was sie von den Insekten als alternative Proteinquelle halten. Hast du schon mal Insekten gegessen? Ich habe vor etwa 13 Jahren an einem Besuchertag im Militär habe ich etwas in diesem Stil gegessen. Ja. Was war das? Es war ein kleines Würmli. Ich habe einfach für heute auch etwas vorbereitet. Es sind auch so kleine Würmli. Sie sind nicht Würmer in dem Sinn, sondern sie Larven vom Schwarzkäfer, Mehlwürmer. Ich zeige dir das mal, wie das aussieht, für die Zehrbereit. Die sind jetzt gefriertrocknet. Die sind eigentlich schon. Kann man schon essen, wenn es dich lustig ist. Ja, ich probiere schon mal eins. Dann zeigst du mir, wie es dich dünkt. Es schmeckt eigentlich überhaupt nicht nach viel. Du brauchst ja sehr wahrscheinlich für den Körper ziemlich Protein, oder, pro Tag. Ich brauche etwa 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Das heisst, es ist für mich etwa 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, die ich brauche. Hier im Schäli haben wir jetzt 15 Gramm getrockneten Mehlwurm. Ungefähr die Hälfte des Mehlwurms sind Protein. Und der Rest sind Ballaststoffe und ungesättigte, also gesunde Fett. Ich müsste etwa wahrscheinlich 60 Gramm von diesen kleinen Mehlwürmli zu mir nehmen, damit ich in einer Mahlzeit genug Eiweiß zu mir nehmen kann. Aber es kommt immer total auf die Person drauf an, auf das Trainingsziel, Alter, Grösse. Mhm. Und anhand von diesen Angaben tut man eigentlich den täglichen Eiweißbedarf pro Person ausrechnen. Ich habe mir natürlich überlegt, was könnte ich für dich kochen. Und ich habe gedacht an eine Proteinregel. Und dann kannst du dann mitnehmen in dein Fitnessstudio und vielleicht zwischen den Mahlzeiten als Snack. Echt, dass dein Proteinbedarf immer ein bisschen gedeckt ist. Okay. Für eine Proteinregel kannst du eigentlich jede getrocknete Frucht nehmen, die du willst. Es muss einfach ein bisschen juicy sein, ein bisschen sticky, dass du den Regel auch hast. Mit den Nüssen ist eigentlich das genau gleiche. Und als erstes würde ich die Nüsse blenden. Schrank tun über Nacht und nachher können wir das morgen essen. Und wie das in der Kochshow ja so üblich ist, haben wir etwas vorbereitet. Und zwar ist das hier ein Proteinregel mit Cranberry. Der ist mit Aprikosen, so wie der, den wir jetzt gemacht haben. Und der ist mit Matcha-Pulver. Okay, genau. Sehr cool. Platzieren. Das gibt man hier. Also es ist überhaupt kein Zwang. Es ist Matcha, genau. Im Aprikose hat es auch am meisten drin. Im Cranberry ist der mit dem wenigsten. Das ist ein Anfänger. Man muss also auch einfach ein Stück abbrechen. Das Stück ist noch fein, ne? Das ist okay, oder? Mach, was schmeckt es denn, wenn du drauf beißt? Ich bin eben Vegetarierin. Bei mir ist es einfach nicht so eine Option, weil ich Vegetarierin bin. Und für mich ist es einfach mega viel Überwindung braucht, damit ich das probieren könnte. Du hast kein Problem. Sie ist eine überzeugte Fleischesserin. Cool. Ich wollte eigentlich schon immer mal das probieren. Darum war es für mich nicht so schlimm. Ich bin offen und glücklich gewesen. Und hier ist der Fitness-Shake. Einfach probieren, wenn ihr Lust habt, ohne zu wissen, was drin ist. Prost! Carol! Cheers! Super trainiert! Cheers! Cheers! Cheers. Alina! Cheers. Schönen super Tag! Gesundheit! Zum Wohl! Cheers! Zum Wohl! Gesundheit! Okay, let's do this! Der Trink war nicht das Problem, wenn man dort nichts sieht, wenn man dort nicht sieht, wie die Insekten drin schwimmen oder so. Ich bin einfach ein Genussmensch, sagen wir es mal so.
Und ich wollte nicht etwas verpassen, was fein ist. Ich esse einfach, was ich selber könnte töten. Und das ist jetzt bei dem eigentlich nicht so ein Thema, weil so ein Mehlwurm, der könnte jetzt, glaube ich, schon noch töten. Das wäre nicht so eine Sache.